Der chinesische Schriftsteller Liao Yiwu ist letzte Woche über Warschau und Hanoi nach Deutschland geflohen, trotz Ausreiseverbot. Er floh, um in Freiheit schreiben und veröffentlichen zu können. Sein im Jahr 2009 erschienenes Buch »Fräulein Hallo und der Bauernkaiser« beleuchtet das Leben von ungewöhnlichen Chinesen auf der untersten Stufe der chinesischen Gesellschaft. Das Buch wurde positiv aufgenommen, in China jedoch verboten. Die Polizei in China habe ihn oft davor gewarnt, illegale Arbeiten im Ausland zu veröffentlichen und hätten ihm mit Gefängnis gedroht, so Liao. Im Februar und März konnte Liao nicht an den Literaturfestivals in den USA, Australien und Deutschland teilnehmen. Die Autoritäten verhinderten es. Wir leben in einem anormalen Land, eins, das sehr schlecht ist. Um unter diesen gemeinen Bedingungen zu überleben, muss man manchmal seine Würde aufgeben oder wie ein Hund überleben. Liao verbrachte 4 Jahre im Gefängnis, nachdem er 1989 das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens miterlebt hatte. Im August soll in Deutschland sein neues Buch veröffentlicht werden, in dem er über das Massaker 1989 und die Folgen schreibt. 2 seiner Manuskripte wurden beschlagnahmt, bevor er ein 3. aus China schmuggeln konnte. Die chinesische Regierung hat diesem Buch immer viel Aufmerksamkeit geschenkt und versucht, die Veröffentlichung zu verhindern. Aber als Schriftsteller brauche ich es jetzt, frei schreiben zu können und veröffentlicht zu werden. Liao wird Ende des Jahres nach New York fliegen, um dort ein anderes Buch zu veröffentlichen, in dem es um das Christentum im kommunistischen China geht.